Heute wollen wir uns an einem Beispiel anschauen, wie man ein Suchkonzept, also die Idee, durch Suchbegriffe ausdrückt. Forschende haben eine Idee, ein Konzept, wonach sie in einer Literaturdatenbank suchen möchten. Es ist ihnen aber manchmal nicht bewusst, dass die Datenbank nur nach den Begriffen sucht, die man eintippt. Genauer gesagt hängt das auch davon ab, ob die Datenbank über eine Schlagwortsuche verfügt und wie man die Begriffe eingibt. Ein Beispiel. Kürzlich suchte jemand nach Literatur, in welcher es um Gesundheitspersonal ging. Der offensichtlichste Suchbegriff war also Health Personnel. Nun gibt es davon ja einerseits Varianten in der Schreibweise, andererseits in Medline ein Medical Subject Heading und schließlich ganz viele Berufe, die in diese Kategorie fallen. Würde man nur nach dem Begriff Health Personnel im Titel oder Abstract suchen, so fände man keine Artikel, die Nurses oder Physicians oder Medical Staff beschreiben. Wie und wo finde ich nun diese verschiedenen Begriffe und Synonyme? Als erstes mache ich mir eine Liste von den Begriffen, die mir spontan einfallen. Dann suche ich in Medline nach dem Medical Subject Heading und in Embase nach dem M-Tree und schaue, welche Synonyme da aufgelistet sind und welche Unterkategorien es gibt. Diese sammle ich alle in einem Word-Dokument. Anschließend verwende ich das Medical Subject Heading oder M-Tree für eine Suche und schaue mir an, ob ich in den Titeln oder Abstracts der gefundenen Artikel weitere passende Begriffe finde. Wenn Wörter in einem Abstract falsch geschrieben wurden, kann ich auch die falschen Schreibweisen in meine Liste aufnehmen. Schließlich lohnt es sich immer zu schauen, ob es vielleicht ein passendes Cochrane Review gibt. In den Anhängen zu den Reviews sind jeweils die Suchstrategien angegeben. Dort finde ich eventuell weitere passende Begriffe. Dann stelle ich meine Suche für dieses Konzept zusammen. Das Mesh oder M-Tree und die Suchwörter, die ich in Titel, Abstract und eventuell den Author Keywords suchen möchte. So gehe ich auch für die weiteren Konzepte meiner Suche vor. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Dann stellt sie mir doch unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.